Kämpfende Ritter, holde Maiden und jede Menge Humor gab es bei der Aufführung von Excalibur im Stift St. Georgen am Lengsee. Das Amateurtheater Keck und Co. nahm es sich zum Ziel, die Sage aus einem etwas anderen Licht zu beleuchten. Ja, wir spielen heuer Excalibur, das ist die König Arthur Saga. Und zwar, das ist an und für sich eine sehr ernste Geschichte, aber wir bringen das als Komödie. Und weil eben in dieser heutigen Zeit, wo so viele Negativnachrichten sind, die Leute lieber etwas Lustiges auf der Bühne sehen. Und deswegen haben wir das auch umgeschrieben. Und der Christian Stromberger, unser Herr Pfarrer, spielt eben den König Artus. Und wenn das ein heldenhafter Typ wäre, wäre es nicht witzig. Und er macht es aber irrsinnig komisch und lustig. Und weil er am Anfang ein totaler Anti-Held ist und zum Schluss erst wirklich zum Helden wird. Und ich darf in diesem Stück den König Arthur spielen. Der König Arthur ist ein König wider Willen. Er wird da herausberufen. Er weiß ja doch gar nicht, dass er das ist. Erst durch diese schicksalshafte Tat, dass er das Schwert Excalibur herausziehen kann, wird allen erst bewusst, dass der das sein muss. Und dieses Stück ja, zeigt, wie dann der immer mehr zu sich selber findet. Und zum Schluss dann beim Happy End wird er eigentlich erst deutlich, dass er der König ist. Und dann geht die Geschichte dann so weiter. Ja, jetzt haben wir 2 Jahre nicht spielen dürfen. Endlich ist es soweit, dass wir wieder spielen dürfen. Und es waren schon wirklich harte Zeiten in der Vorbereitung, wie es halt immer ist. Aber jetzt, wo wir wieder spielen, ist alles vergessen. Und der Applaus des Publikums, der zahlt sich immer wieder aus. Und deswegen machen wir es auch gern. Nicht nur der Bürgermeister, sondern auch Gäste aus ganz Österreich waren angereist, um sich im schönen Innenhof des Stifts unterhalten zu lassen. Diese Veranstaltung bereitet für uns sehr viel. Sie ist eine tolle Werbung für uns. Und nach mehrerer Pause, muss ich sagen, ein tolles Stück, was unsere Darbieter aus unserer Gemeinde wieder hier aufgeführt haben. Und ich glaube, das Publikum hat das begeistert. Und ich hoffe, dass die künftigen Veranstaltungen bei dem Wetter stattfinden und dass viele Zuschauer dieser Veranstaltungen beiwohnen. Es war voll lustig, amüsant. Etwas, ich war noch nie da und ich habe nicht gerechnet damit. Und vor allem die Sängerin hat mir sehr gut gefallen. Und es war richtig gute Stimmung. Das Stück, die Atmosphäre hier ist außerordentlich. Das Stück habe ich sehr amüsant gefunden. Ein gelungener Abend. Das Stück hat mir sehr gut gefallen. Sowohl Bühnenbild als auch die Kostüme waren einfach klasse. Und schauspielerisch war es natürlich auch super. Wann gibt es die nächste Möglichkeit, die Vorstellung zu besuchen? Es sind jetzt noch 8 Vorstellungen. Wir spielen jeweils dienstags und freitags, außer dem 14. August. Das ist ein Sonntag, weil am nächsten Tag Feiertag ist.